Es ist 13 Uhr. Pünktlich starten wir wieder ein, ich sag mal, Bibliotheksgespräch. Ich begrüße alle Zuschauer an den mobilen und stationären Bildschirmen. Ihr kennt ja sicherlich die Serie, die ich so gestartet habe vor einigen Jahren, regelmäßig in der Bibliothek in Bonn-Duisdorf Gespräche zu führen. Heute habe ich einen ganz tollen Gast, den Mr. Personalmanagement, kann man eigentlich sagen, an den früheren Personalvorstand der Telekom, Thomas Sattelberger, der kürzlich eine Autobiografie vorgelegt hat, Ich halte nicht die Klappe. Und wenn man sich das Werk, ich habe es gut gelesen, ja. Oh ja, das ist durchgelesen. Ja. Ja. Es ist ja, sag mal, ein Opus, was nicht nur eine Rückschau ist, sondern da geht es ja auch ganz viel um Gegenwartsprobleme. Ja. Es geht natürlich auch um Zukunft und es geht natürlich auch um die Politisierung, um die Sozialisierung, die Sie erfahren haben in ihrer APO-Zeit. Sie sind ja mal ganz links gestartet und dann, sagen wir mal, frühzeitig dann ins Konzernleben. Ich bin links gestartet und dann ultralinks geworden. Ja. Und dann ins Konzernleben. Aber Sie schreiben auch, dass diese APO-Zeit Ihnen sehr geholfen hat in Ihrem Berufsleben, um beispielsweise mit Verkrustungen und Kaderstrukturen fertig zu werden. Wie hat das geholfen? Ja, gut, ich meine, ich bin ja, als ich ultralinks wurde, bin ich ja zu den Maoisten gekommen. Und das sind extreme klandestine Strukturen. Mm. Und sie sind nicht nur clandestin, sondern sie sind auch extrem hierarchisch. Mm-hmm. Und das heißt, wir wurden dann, oder ich habe mich dann brainwashen lassen. Ich meine, das muss man sich vorstellen, man ist 18, 19 Jahre alt und geht zweimal die Woche zum Lesen eines roten Büchleins für 3 Stunden. Und das ja eigentlich relativ nichtssagend ist, wenn man das liest. Und denkt, das ist die Bibel der Welt. Und das ist so die eine Sache, wo ich zunehmend Zweifel bekam, ob solche Formen des Lernens überhaupt gut sind. Und zum Zweiten, ich habe ja immer den Kontakt nach draußen gepflegt und hatte ja zuvor mit dem Joschka Fischer die unabhängige Schülergruppe in Stuttgart mit aufgebaut. Mhm. Und Joschka ging dann nach Frankfurt. Und ich wurde zunehmend unsicherer, ob ich das Richtige mache und bin eines Wochenendes ausgebüxt. Und bin nach Frankfurt und habe Joschka besucht. Und die Putztruppe. Was er da geputzt hat, weiß ich nicht, aber er hatte eine Bibliothek mindestens in der Größenordnung. Die er sich zusammengeklaut hat, ne? Sagt man. Ja. Sie merken, ich bin politisch korrekt, ja, in der Art und Weise. Nein, er war ja ungeheuer belesen und wir haben da das Wochenende richtig hart diskutiert und eigentlich hat er mir im Kern gesagt, Thomas, du Idiot, du bist ein kluger Mensch und worauf lässt du dich eigentlich ein? Mhm. So, und damit war für mich, und dann kam ich zurück, irgendeiner meiner Genossen hatte erfahren, dass ich Joschka Fischer besucht habe, hat mich beim Zentralkomitee des Kommunistischen Arbeiterbundes angezeigt, wegen Kontakt mit dem Klassenfeind. Ja, das muss man sich... Also ja, Fischer galt damals schon als Klassenfeind. Ja gut, die Linken zerfleischen sich ja selber. Ja, ja. Also das ist... dann hatte ich so ein Parteiverfahren und bevor da irgendwas... Das war für mich der Schlusspunkt. Damals war für mich klar, ich möchte nicht mehr in einer solchen geistigen Enge... Mhm. Und in solchen Strukturen operieren müssen. Fertig, aus. Mhm. Und ich habe dann ja auch zweimal in meinem Berufsleben sehr drastische Konsequenzen gezogen, als mir das zu dicht wurde, insbesondere damals bei Daimler-Benz, als Jürgen Schremp als absolutistischer Herrscher regierte und habe gekündigt. Okay. Aber Sie schreiben ja auch, und das fand ich sehr, sehr spannend, bei Ihrer ersten Station bei Daimler, haben Sie am Anfang sehr viel Offenheit erlebt. Ja gut, das ist eine... Und Experimentierfreude. Ich war ja im Bildungsbereich bei Daimler. Ja. Und die 70er, 80er Jahre in deutschen Unternehmen
die waren so ganz anders, als man sich das heute vorstellt. Mhm. Da wurde zumindest in großen Unternehmen experimentiert. Mhm. Gut, da war ja auch noch nicht der Börsendruck so da. Mhm. Da war noch nicht sozusagen der Analysten- und Aktionärsdruck da. Das heißt, man hat im Grunde Biotope zugelassen. Mhm. Da waren echte Experimentierfelder da. Und das war für mich als junger Ausbilder und dann weiterbildender Trainer, das waren tolle Jahre, weil ich konnte mit diversesten Formen, Gruppendynamik, T-Labs, Lifestyling, wie immer, experimentieren, mhm, und Erfahrungen sammeln. Mhm. Also das ist ja auch interessant, weil wir, sag mal, von dem heutigen Status quo immer sagen, ja, das waren so feste Blöcke, das war schon immer ziemlich stringent organisiert, die Konzerne waren stromlinienförmig, und das hat mich dann so mal überrascht, dass es, sag mal, bis in die 80er Jahre eben nicht nach dieser nur Shareholder-Value-Brille ging oder Effizienzlogik, wie Sie das geschrieben haben, sondern dass da, sag mal, mehr Spielraum war. Da war deutlich mehr Spielraum nach innen. Aber natürlich, das muss man auch ganz nüchtern sagen, diese Firmen waren oft draußen zum Kunden gegenüber behäbig, mhm, langsam, arrogant bis unhöflich. Mhm. Also das ist ja, es gibt ja nie so die schöne, heile Welt, sondern innen drin, da gab es Experimentierräume. Es war ja auch noch ein Verkäufermarkt. Ne? Da war es, die Daimler-Fahrzeuge wurden verkauft, verteilt. Da gab es ja Wartelisten. Ne? Ja, so ist es. Über ein Jahr. Also das war eine andere Welt, und da war natürlich auch die Finanzwelt und die realwirtschaftliche Welt, die war eng verbunden. Da hatte eine Dresdner Bank und eine Deutsche Bank große Anteile an einem Daimler-Benz-Konzern. Ja. So, da war also sozusagen auch die Entkoppelung dieser beiden Welten und, mhm, der Druck des Kapitalmarkts auf die Realwirtschaft, mhm, noch gar nicht so da. Also Licht und Schatten, für mich als junger Mann war das toll, ich konnte experimentieren. Mhm. Weil ein Vorwurf, der, sag mal, häufig kommt, wenn man, sag mal, heutige Postings von Ihnen liest oder Beiträge bei der, ja, Huffington Post, wo Sie, sag mal, diesen Neo-Bolschewismus in den Konzernen kritisieren, eine digitale APO fordern, also mehr Graswurzelgeist. Ja. Da kommt natürlich dann immer so das Argument, zum Beispiel auf Facebook, von einigen, die vielleicht auch in Konzernen jetzt immer noch arbeiten. Ja gut, der Sattelberger hat leicht reden, jetzt hat er Narrenfreiheit, was hat er vorher gemacht? Aber das wird, sag mal, ihrer Laufbahn nicht so ganz gerecht. Weil Sie waren ja schon experimentierfreudig in Ihren Stationen. Das ist ein dummes Gewäsch, zu sagen, ich, als Rentner sozusagen, würde ich jetzt Innovation propagieren. Für mich war meine Arbeit als HR-Manager immer fast eine Architekturarbeit im und am sozialen System. Ja. Also die Gründung der Lufthansa School of Business 1997, ja, das war ja ein ganz, ganz großer Akt in diesem Lande. Ja. Weil damit im Grunde die Bedeutung der Bildung ins Zentrum nicht nur der Personalarbeit, sondern zum Teil von Unternehmensentwicklung, mhm, gerückt worden ist. Oder die ganze Frage der Diversity-Politik bei Telekom. Das sind im Grunde, da bin ich bin ja, sagen wir mal, als Mensch habe ich das Anrecht auf Eitelkeit. Ich sag das mit Eitelkeit, ja, da habe ich richtig innovieren können und bewegt. Mhm. Und zwar nicht nur für mich, sondern für meine Profession und übrigens auch für die Firmen, die davon profitiert haben. So, jetzt ist das natürlich nicht immer leicht, denn du bist als Innovator in solchen Strukturen, die zum Teil bürokratisch sind, wie in einem Teil der Telekom oder einem Teil der Lufthansa, mhm, zum Teil extrem Shareholder-Value-orientiert, wie bei einer Conti. Das heißt, du musst im Grunde deine Innovationsräume erkämpfen. Mhm. So, aber das geht. Ja gut, es ist ja auch ein bisschen anmaßend zu meinen, man bekommt eine bestimmte Funktion als Personalvorstand oder dann für den Servicebereich, dass man sagt, man macht so und die ganze Organisation wird umgestülpt und man kann da revolutionär sofort alles umstellen. Geht in der Politik ja auch nicht. Das sind die berühmten dicken Bretter, die man bohren muss, von Max Weber. Also letzten Endes muss man natürlich auch schon sehen, in welchem System man sich bewegt und was man wirklich verändern kann. Vielleicht eine kleine Episode. Ich kam zur Lufthansa 1994
mitten in der Sanierungsphase. Und Mitte 95 rief mich Jürgen Weber mal an, der damalige Vorstandsvorsitzende, und sagte: Herr Sattelberger, ich nehme Ihnen bald Ihre Führungskräftebetreuungsabteilung weg. Dann sagte ich, war natürlich geschockt und sagte: Wieso, Herr Weber? Dann sagte er: Wenn die nicht imstande sind, in Personalverträgen die Namen und die Adressen korrekt zu schreiben, dann haben Sie nicht verdient, so eine Abteilung zu machen. Also, was ich damit sagen möchte, so ein manageriales Leben, das hat mit viel Stall ausmisten, mit Putzen, mit Detailorientierung, mit Disziplin, mit viel deutschen Sekundärtugenden zu tun. Und du musst natürlich, ich habe für mich immer die Devise gehabt, bevor ich innovativ werde, muss ich schon unter Beweis stellen, dass ich mein klassisches, traditionelles Geschäft beherrsche. Mhm. Und das war meistens Sanierungsarbeit. Mhm. Nun ist es ja so, wir haben uns im Vorfeld ja, sagen wir, über die Seilschaften auch in den Parteien unterhalten. CDU als klassischer Kanzlerwahlverein, das sind Sie seit Adenauers Zeiten, das sind Sie bis zum heutigen Tage geblieben. Entscheidend ist also immer der Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende, die dann auch meistens in Personalunion, wenn man mal in die Geschichte der Bundesrepublik schaut, natürlich auch immer die Kanzlerschaft dann stellte. Und in solchen Strukturen ist es halt super, super schwer, dann auch Änderungen vorzunehmen. Und da sagten Sie, in Konzernen ist es ja nicht anders. Ne? Also klar, ich meine, Konzerne sind Bürokratien, sind im Grunde kultivierte Zuchthäuser, Züchtigungshäuser. Und natürlich das Gesetz der homosozialen Reproduktion, dass Ähnlichkeit anzieht. Mhm. Und Ähnlichkeit befördert wird, belohnt wird, wertgeschätzt wird. Das ist ja ein Gesetz aller großer Bürokratien. Ich glaube, es gibt trotzdem Unterschiede. Ich habe ja in meiner Biografie sozusagen zwei böse und zwei gute Unternehmenslenker beschrieben. Die zwei Bösen war auf jeden Fall Jürgen Schrempf von Daimler und ein Halbböser, der Manfred Wennermer von Conti. Und gut, Jürgen Weber von Lufthansa und René Obermann von Telekom. Und wenn Sie jetzt da anschauen, wie diese Unternehmensführer auch sind, ein René Obermann hat sich nicht geniert, mitten in seiner zweiten Amtsperiode eine Entscheidung zu treffen, ich kann das beurteilen, es war seine Entscheidung, zu sagen, ich gehe zu so einem kleinen Telekom-Unternehmen nach Holland. Okay. Also der sozusagen nicht eine Karrierelogik hatte, die immer hieß, schneller, höher, weiter, größer. Yeah. Ja. Oder ein Jürgen Weber, ich kam da mal in sein Büro und sein Teppich in seinem Vorstandszimmer war total ausgefranst, da hingen die Kordeln an der Seite, dann sagte ich so, Herr Weber, Sie brauchen aber auch einen neuen Teppich. Und dann sagte er, nein, solange Lufthansa sparen muss, habe ich keinen neuen Teppich. Und jetzt muss einer wissen, Lufthansa muss immer sparen. Ja. Und so war er. Ja, ja. Also Sie können im Grunde auch in diesen festgefügten Kolossen, kann natürlich auch die Art und Weise, wie jemand führt, jetzt nicht den radikalen Unterschied machen, aber doch einen spürbaren Unterschied. Ja, das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Sie haben das bei der Lufthansa auch mal beschrieben, was ja in vielen Unternehmen so ist, dass, sag mal, die viele Führungskräfte, viele Vorstände mit dem Rücken zum Kunden stehen. Da sagten Sie, die umgedrehte Pyramide, die man dann dort ausprobiert hat, dass eigentlich diejenigen, die das Geschäft wirklich machen, ja eigentlich die Leute sind, die im Service arbeiten. Das wird aber in den meisten Unternehmen nicht so gesehen, sondern die stehen eigentlich immer unten in der Nahrungskette. Na gut, ich meine, ich nenne das die blauen Ameisen-Organisation. Ja, ja, ja. Bei Mao Zedong waren das diejenigen, wo man die Intellektuellen auf die Äcker geschickt hatte zum Säen und zum Ernteeinsatz. Nein, ich meine, die meisten traditionellen Organisationen, die behandeln die Massen der Menschen unten als Objekte. Mhm. So, und das ist eigentlich auch ein Stück Ausdruck, sagen wir mal, wir Deutschen in der deutschen Wirtschaft sind ja stark im Maschinen- und Anlagenbau und in der Massenproduktion und der Mensch ist da sozusagen ein Objekt. Unsere Kreativbranche
Gott hab sie selig, ist nicht sonderlich groß im Vergleich zu anderen Nationen. So, natürlich haben kreative Wirtschaften ganz andere Logiken. Mm. Da ist der Mensch Subjekt, nicht Objekt. Er ist Kreateur. So. Und insofern sind natürlich unsere Maschinen, Anlagenbau, Energiekonzerne, die sind sehr hierarchisch. Und für mich war, als ich bei Lufthansa war, habe ich ein Buch gelesen von Jan Carlsson, dem früheren Chef von Scandinavian Airlines. Und eine Fluglinie, die heute wieder gar nicht so gut dasteht. Mhm. Aber die damals einen Höhenflug hatte, weil sie über Jahre die Pyramide umdrehte. Mhm. Und im Grunde sagt, oben ist der Kunde, der nächste ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Kundenkontakt. Mhm. Und hier unten die Unternehmensspitze ist eigentlich Dienstleister für die Dienstleister, die dem Dienstleister am Kunden helfen, die Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Ja. Eigentlich eine ganz tolle Idee. Eigentlich auch logisch, wenn man gesunden Menschenverstand einschaltet. Ne? Ja, und natürlich, jetzt werden mehr und mehr diese sogenannten technischen Produktunternehmen, die werden ja mehr und mehr Serviceunternehmen. Genau, ja, ja. Ja, also im Grunde ist das eine Mentalität, die eigentlich mehr und mehr Einzug halten müsste, gerade in der deutschen Wirtschaft. Aber das ist natürlich, das ist ein schwieriger Weg. Haben wir ein Problem mit dieser industriellen Logik immer noch in der Denkweise fordistisch, tayloristisch vorzugehen? Man sieht das ja selbst in der Bundespolitik, also wenn so Begriffe fallen wie Industrie 4.0 und wenn man, sag mal, die Akzente setzt, Gabriel setzt, dass er sagt, wir müssen, sag mal, wenn er von Infrastruktur redet, meint er dann eigentlich immer Autobahnen bauen und irgendwie, dass der Bagger fährt. Ist das, sag mal, unser Problem so ein bisschen, was wir haben? Ich meine, Gabriel ist ja auch gern dort, wo es knallt und raucht. Yeah. Also, ja, ich meine, natürlich ist es ein Stück unseres Problems. Mhm. Unser Erfolg auf dem Gebiet ist ein Stück unseres Problems in der Zukunft. Mhm. Weil wir natürlich nicht über digitale Autobahnen nachdenken, sondern über Autobahnen und Brücken und Milliardeninvestitionen, die wir jetzt brauchen, um marode Brücken. Und die Frage des Glasfaserausbaus, die rückt dann doch. Ich meine, ich habe das ja verfolgt über die letzten 10 Jahre. Mhm. Das rückt immer nach hinten. Und dieses Denken in industrieller Logik führt ja dazu, dass wir uns verabschiedet haben im Kern von Kreationen auf dem Gebiet der Biotechnologie, der Bioinformatik. Ich habe vor einem guten Jahr einen Vortrag gehalten an der Uni in Paderborn, Nixdorf lässt rufen. Mit dem Thema, warum gibt es nur eine SAP und 6 Automobilhersteller in Deutschland? Ja. Weil hinter diesem Bild kommt eigentlich die Tragik Deutschlands raus, hoch erfolgreich, aber wenn der Automobilbau nicht mehr funktioniert, sind wir im Lock-in. Mhm. Wir haben im Grunde wenig Alternative. So. Zweites großes Thema mit dieser industriellen Logik ist natürlich die Arbeitskultur. Weil die industrielle Basierung von Arbeitskultur führt dazu, dass der Mensch getaktetes Objekt im Produktionsprozess ist. Ja, ja. Bis übrigens dann nicht nur als Produktionsmitarbeiter, sondern natürlich auch als Wissensarbeiter. Ja. Und führt dazu, dass eigentlich unsere Organisationen reine Effizienzorganisationen geworden sind. Und wenn Sie sich die Patente anschauen, die in Deutschland erteilt werden, ich glaube, 80% sind eigentlich Effizienz-Innovationspatente, die darauf rauslaufen, wie kann man Bestehendes noch besser, schneller, höher, weiter, tiefer, wie auch immer machen. So, während die anderen flüchten ja nach Asien oder in die USA oder die Schweiz. Ja. Also das ist, wir haben das auch diskutiert hier am Sonntag in diesem netzökonomischen Käsekuchen-Diskurs, den man ja immer den ich so ab und an so ein bisschen jetzt inzwischen als Neo-Zugänger zur digitalen Szene genau. angucke. Und da hat einer auch gesagt, der, sag mal, sehr viel im Mittelstand, im industriellen Mittelstand unterwegs ist, also bei den sogenannten Hidden Champions, Maschinenbau etc. Er sagt, unsere Schwierigkeit ist, dass dass uns hier wirklich die Leidenschaft fehlt, mal Experimente zu machen und dass man diesen Mitarbeitern, den
überhaupt den kreativen Spielraum lässt. Wenn man dann ein Industrieunternehmen sagt, ja, aber wofür hast du Leidenschaft? Dann sagt er, ja, 20% mehr Umsatz in 2 Jahren. Man lässt nicht diese Nischen zu, dass selbst auch mal ein Systementwickler oder ein Ingenieur einfach nur mal seiner Leidenschaft folgen kann. Jetzt komme ich auf mein Thema alte Daimler-Benz AG in 70er Jahre. Ja. Da hat das Unternehmen noch ein Stück die Leidenschaften seiner Mitarbeiter finanziert. Mhm. In der Hoffnung, aber nicht in direkten Absicht, sondern in der vagen Hoffnung, dass es sich rentiert. Mhm. Und heute reden wir eigentlich über die Frage, wie schafft man wieder solche Biotope in klassischen Strukturen? Mhm. Wobei ich manchmal sogar die Frage stellen würde, geht es überhaupt noch? Okay. Ja. Ich war jetzt vor ein paar Tagen, habe ich für Corporate Startups einen Vortrag gehalten und der Vortrag war das Unwichtige. Ich habe hinterher eine Stunde lang mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, wie zum Teil tief enttäuscht. Mhm. Die sind von den mühseligen Versuchen der Dinosaurier, ein bisschen Transformation, Lab-Atmosphäre und Coworking-Klima sozusagen in die Firma reinzubringen. Yeah. Ja? Also das sind ja, aber im Kern geht es an die Frage, wie transformieren wir diese Unternehmen? Und ein Weg ist sicherlich zu sagen, ich gucke, dass ich sozusagen Schneisen oder Biotope oder wie bei der i3-Entwicklung bei BMW abgegrenzte Bereiche mit eigenem Werksausweis, weil die Benzinmafia im Vorstand und in der Gewerkschaft und in der Ingenieurschaft das nicht haben wollte. Also schaffe ich es, eigene Territorien in einer Organisation abzubilden, wo ein eigenes Klima herrscht, eine eigene Souveränitätskultur. Die zweite Frage ist, muss ich es machen wie E.ON? Notoperation am offenen Herzen, Spaltung des Unternehmens in alt und neu. Im Grunde ist eine Bankrotterklärung. Klar. Das heißt, ich habe es nicht geschafft, ich, Tyson, habe es nicht geschafft, sozusagen den E.ON-Konzern kulturell zu reformieren. Deswegen muss ich spalten. Bei RWE wird es wahrscheinlich genauso laufen. Na gut, ne? Der Todeskampf wird dann länger dauern. Ja. Ja, ist so. Das ist im Grunde, wenn Sie sehen, wie die kommunalen Eigentümer, wie die eine RWE strangulieren. Also das ist, und dann muss ein Vorstandsvorsitzender hinstellen und muss sagen, aber RWE ist nur auf einem von 4 Beinen krank. Das ist Schwindel. Ja, ja. Aber wir haben das wirklich auch noch durchdiskutiert. Ist es der Weg, dass man, sagen wir mal, Start-ups kauft und dann denen so ein bisschen Narrenspiel lässt, oder versucht man das über Labs, also wie es die Telekom ja auch macht, unter anderem in Berlin, glaube ich, ja, mit der Technischen Uni, mit der TU auch, glaube ich, zusammen, ja. Wo ich allerdings sagen muss, ich habe, sagen wir mal, sehr viele Dinge da erlebt, die wirklich eigentlich ziemlich cool waren. Aber ich habe nicht einen Dienst, nicht eine Idee dann irgendwie im Geschäftsfeld dann gesehen. Also diese Transformation dann in der Organisation dann hinzubekommen. Das ist, glaube ich, eine gewisse Schwierigkeit. Also ich würde die Frage auf eine Ebene höher legen. Ja. Es heißt ja, dass eine Unternehmensleitung nicht nur die Bereitschaft und den Willen haben muss, zu kannibalisieren, sondern auch, dass sie in der realen Unternehmenspolitik für unbekanntes Terrain und innovieren mit unbekannten Renditeaussichten andere finanzielle, personelle Steuerungslogiken zulässt, als für das klassische Margengeschäft. Mhm. Ich habe den Corporate Startups, ich habe da so 7 Thesen gehabt, und eine hieß so sinngemäß, wenn ihr nicht andere finanzielle und personalpolitische Steuerungslogiken habt als, dann hört bitte auf. Mhm.
So, und das setzt oben die Bereitschaft zur Kannibalisierung voraus. Mhm. So, das heißt aber auch, eine harte Diskussion jetzt in einem börsengeführten Unternehmen, in einem Aufsichtsrat, klar, zu sagen, hallo, hier investiere ich in ein Gebiet mit unbekannten Renditeerwartungen. Jetzt habe ich, ich halte heute Abend einen Vortrag bei Lufthansa, jetzt habe ich, als ich mich dann so ein bisschen da in mein altes Unternehmen wieder reingearbeitet hatte, da gibt es dann in Satz drin, dass 20% der Marge in 2020 bei Lufthansa aus Innovationsgeschäft kommt. Mhm. Ich halte das für verrückt. Mhm. Das ist ein Guess. Das ist im Grunde politische Rhetorik. Ja. Das können 90% sein, ja. Das können 2% sein. Ja. Aber im Grunde das sozusagen Scheitern schon auszuschließen, mhm, oder Riesenerfolg auszuschließen. Ja, ja. Ja? So, da kommt im Grunde die Logik rein und dann brauche ich auch wieder solche Steuerungsmechanismen, auch finanzieller und investitionspolitischer Art, die mir garantieren, dass ich rechtzeitig die Reißleine ziehe. Ja. Daran gehen ja viele Themen kaputt in großen Organisationen, weil der Return on Invest sozusagen auf den 3 Jahren nicht sichtbar wird, weil er vielleicht 7 oder 8 Jahre braucht. Mm. Und die Amazon-Aktionäre, die warten noch heute. Ja, oder Jeff Bezos scheißt auf den Gewinn quasi. Ne? Ja, aber das ist dann interessant. Das ist also, das heißt im Kontext, aber der Börsenkurs steigt trotzdem. Ja, aber das heißt, dass amerikanische Anleger zuerst auf Wachstumslogiken reagieren und erst in der Folge auf Profitlogiken. Mhm. Während deutsche Logik heißt Profitlogik. Ja. So. Und deswegen diese Frage, mache ich es mit dem Startup so oder mache ich eine kreative Ökologie also im eigenen Land? Auf der Meta-Ebene liegt das Problem. Auf der Meta-Ebene muss ich im Grunde sagen, wie ist dort die Unternehmenspolitik? Und der Prüfstein sind im Grunde die Art und Weise, wie ehrlich man in den Quartalsberichten mit den Analysten über das Thema diskutiert. Absolut, klar. Man muss es erstmal andiskutieren und man muss, glaube ich, auch die Analysten und die Anleger auch mal damit konfrontieren. Ja. Weil ich glaube, da muss man dann auch wirklich eine kritische Diskussion führen und sagen, wollen wir nicht eher so den Weg von Google oder Amazon gehen? Also Google macht das ja ähnlich. Die lassen ja, sag mal, sehr, sehr viel an Entwicklung zu, probieren dann Sachen aus, sind dann aber auch so ehrlich und sagen, okay, das fliegt nicht, nehmen wir wieder weg. Hardware funktioniert nicht so ganz, also probieren wir was anderes. Das fehlt uns so ein bisschen. Und die Aktionäre schätzen es. Die schätzen das und die Google-Aktie geht trotzdem nach oben. So, die machen ja eine kluge Portfoliopolitik und stehen und sagen, da sind wir gescheitert, na, fertig, weg. So, und ich meine, ich habe mit Interesse die Diskussion, die Michael Dell geführt hat mit seinen Aktionären, weil er die Firma von der Börse genommen hat. Und natürlich, wenn ich jetzt einen weiten Wurf in die Zukunft wage, hat möglicherweise Innovationsorientierung auch damit zu tun, dass ich das Unternehmen von der Börse nehme. Und dass ich möglicherweise Nachhaltigkeitsinvestoren habe, die mir helfen, diese Friktion zu bewältigen. Mhm. Also das, denn der Aktionärskapitalismus deutscher Art ist für Innovation summa summarum nicht zuträglich. Mhm. Der Malik hat das jetzt auch noch schon vor Jahren kritisiert, diese einseitige Shareholder-Value-Orientierung, dass man, sag mal, alles auf die Rendite trimmt. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen Siemens ziemlich kaputt gemacht worden. Also ich erinnere mich, dass der Kleinfeld mal Ziele ausgegeben hat, was Siemens an Rendite erwirtschaften muss. Da sage ich, okay, das erreicht gerade mal so ein Private-Equity-Laden wie KKR. Also über 20% Renditeerwartung. Das ist, sag mal, für die Gesamtorganisation von Siemens nicht so gesund gewesen. Ja gut, das war ja auch schon davon Pira so. Ja. Gut, wobei in der ersten Phase von Pira ging es ja darum, geschlamperte Geschäfte überhaupt wieder agil und profitabel zu machen. Aber jedes Ding im Exzess wird ein Problem. Und natürlich das Thema der Fantasie, wo im Grunde
ich so Ideen und Ideale habe und sage, diese Firma Siemens könnte sich in die Richtung entwickeln und wo ich Anleger habe, die auf, das ist ja dann eine interaktive Thematik, die auf Fantasie reagieren und damit im Grunde der Firma Spielräume geben für Experimentieren. Mhm. Ja? Das ist in dem Lande sehr unterentwickelt. Ich glaube, die Fantasie von denen, also sagen wir auch Börsenexperten da immer, da ist Fantasie dabei. Das fehlt natürlich, wenn ich dann auch keine Vision artikuliere. Also Siemens hätte ja beispielsweise sagen können, wir sind der Konzern der Energiewende. Ja, und wir machen alles, was sagen wir, auf dieses Konto einzahlt. Also, ne? Ursache, Wirkung. Ja. Ich kenne, gucken sich die amerikanischen Channels an und gerade die, wenn die über Börse berichtet wird, da ist 50% Fantasie. Ja. Ja. Da wird's mir als Deutschen fast zu viel. Ja. Aber wenn ich die Börsenberichterstattung bei uns angucke, die strahlt im Grunde technisch-ingenieurmäßige Langweiligkeit. Absolut, aus. Ja. So, und wahrscheinlich, was ist jetzt Ursache, was ist Wirkung? Aber eigentlich müssten starke Unternehmensführungen, nicht nur Führer und Führerinnen, sondern Führungen, müssten eine andere Form der Distanz entwickeln. Erstens zur Börse, hat eins, und zweitens zur Journalie, zur Finanzjournalie. Mm. Und im Grunde wieder beginnen, anders werden wir ja die Transformation in Deutschland nicht schaffen. Mm. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, kann ja jeder Zuhörer mal die DAX 30 durchgehen. Ich bin auf 15 DAX 30 gestoßen, die im Augenblick entweder in der Krise sind oder schon weg. Oder vor ernsten, großen Herausforderungen, wo man Sorge hat, ob man sie bewältigt. Mm. Oder gar nicht mehr drin. Ne? Ja gut, ich meine, wir haben ja 60% der DAX 30. Ja gut, aber ich habe da ein gesundes Verhältnis zum Sterben von Unternehmen. Die Betriebswirtschaft beschäftigt sich ja immer mit Wachstum und Expansion. Ich finde, es ist auch gut, wenn ein Unternehmen stirbt, wenn es Zellteilung macht. Ja. Also wenn Sie sich heute die IT-Szene um Paderborn angucken, eigentlich eine wunderschöne Ökologie. Mhm. So, natürlich fehlt uns der alte Nixdorf und die Firma, aber sozusagen aus dem Tod von Nixdorf ist was. Es ist ein gutes Biotop entstanden. Entstanden. Ja, ja. So, also insofern dürfen DAX 30 gerne auch sterben. wenn sozusagen daraus was eine Art Zellteilung wird. Aber natürlich ist das jetzt nicht das Erstrebenswerte, in jungem Alter zu sterben. Ja. Also wenn Sie beispielsweise so eine Diskussion, Lanxess ist ja als Unternehmen relativ jung gewesen, hat einen Despoten gehabt als CEO, also da kann man sagen, hallo, das ist schon sehr traurig, dass dieses Unternehmen so schnell in die Krise gerutscht ist. Oder nehmen Sie so ein Unternehmen, ein sehr altes Unternehmen wie die Deutsche Bank, wo ja jeder Laie von außen das Sichtum über die letzten Jahre gesehen hat. Mm. Offensichtlich nur innen drin nicht. Mm. Ne, was wieder zu dieser Frage kommt, welche Sensorik haben eigentlich Bürokratien oder kadermäßig organisierte Organisationen in die Umwelt rein? Ja. Also da sind wir, wenn wir dann auf der Metaebene sind, in der Effizienzorientierung, in dieser technokratischen Sichtweise, dann sind wir ja auch bei dem Thema, was sie ja auch umgetrieben hat und immer noch umtreibt als Personalmanager, die Frage der Buntheit in den Unternehmen. Ja. Also wie schafft man, sagen wir mal, eine neue Kultur, wie rekrutiert man Persönlichkeiten, die eben nicht aus dieser linienförmigen Karriereschiene kommen, also vergleichbar mit Helmut Kohl, der bei der Jungen Union angefangen hat und sich dann stromlinienförmig durchgearbeitet hat bis ins Kanzleramt. Das hat sie ja schon umgetrieben. Ja gut, weil ich ja selber sozusagen eher als Kind aus einer Nicht-Akademiker-Familie noch dazu schwul sozusagen mein Leben selber in die Hand nehmen musste. Diese Frage, wie viel Unterschiedlichkeit rekrutieren und fördern Unternehmen, ist für mich nicht nur ein Thema der sozialen Durchlässigkeit, sondern fast noch ein Thema der Wetterfestigkeit von Organisationen. Mhm. Der Kybernetiker Ross Ashby hat ja mal sehr schön gesagt, die Varietät innerhalb einer Organisation muss mindestens so hoch sein, wie das, was außerhalb
der Organisation an Varietät und Komplexität da ist. Sie haben sogar gesagt, sogar komplexer. Komplexer. Mhm. So, und diese gerade in uns immer fragileren und unsicheren, schneller sich verändernden Umwelten, ist natürlich diese Fähigkeit einer Organisation, sozusagen multi-optional zu riechen und dann aber auch zu agieren, ein Schlüsselthema. Also deswegen, für mich hat das Thema Diversity im Kern nicht zuerst mit Mann, Frau, Jung, Alt, ethnischer Hintergrund oder nicht zu tun, sondern mit der Frage, ist eine Organisation imstande, Unterschiedlichkeit für sich zu gewinnen und passabel unterschiedlich zu halten. Ja, denn natürlich tut jede Organisation ein Stück formen. Kann man Diskussionen über Fußballvereine trefflich sehen, wie jeder spielen darf und so weiter. Wie viel Eigenheit ist möglich, wie viel Teamgeist muss sein. Also da gibt es diese Normierungsprozesse in jeder Organisation. Ja. Aber deswegen sage ich passabel halten. Ja. So. Und das geht im Kern an die Beförderungssysteme der Unternehmen ran. Und da muss man ganz nüchtern sagen, das sind nach wie vor geschlossene Kassen. Also ich habe das ja mal zugespitzt formuliert, aber das wird ja dann immer wörtlich genommen, weil man muss das natürlich auf der metaphorischen Ebene sehen, schickt Hacker in die Chefetagen. Also damit meinte ich nur ein großes Problem, was mittlerweile sogar im Silicon Valley da ist. Wir finden gar nicht mehr die genialen Programmierer, die Softwareleute, die Entwickler, die man benötigt, um wirklich die digitale Kompetenz zu bekommen, die man benötigt als Unternehmen, auch mittlerweile als Industrieunternehmen oder Unternehmen, die sich dann zum Service Provider wandeln müssen. Und dann habe ich gesagt, pflegt doch wenigstens diese Hackerkultur und schaut nicht so abschätzig auf diese Leute, sondern die haben in den Garagen in Silicon Valley die Firmen groß gemacht. Also ein Adilettenträger wie Mark Zuckerberg oder auch wie Steve Jobs angefangen hat mit seinem Kumpel Wozniak und so. Diese Kultur braucht man halt, um dann wirklich in der obersten Liga dann irgendwann mitzuspielen. Ja? Und insofern, was da mal Konzerne hier gemacht haben in Deutschland, sie haben ihre Softwareprogrammierung ausgelagert wegen der Effizienz. Ja. IT war immer nur Kostensenker. Ja. Und ansonsten kaufen wir uns das ein mit Offshoring in Indien. Und jetzt gucken sie doof aus der Wäsche, weil ihnen beispielsweise Big Data Experten fehlen und viele andere Dinge. Ja. Also das ist dieses Raussondern von bestimmten Funktionen, wenn man sie für unnütz oder nur als Effizienzfaktor sieht, das rächt sich natürlich. Auch da kommt ein Stück, das heißt, ich habe Unterschiedlichkeit raus. Das ist klar, genau. Die Informatiker in einem Konzern, die also ich bin jetzt, will sie nicht in Schubladen ziehen, aber die haben schon ihre eigene Art. Puh, klar, das sind Nerds, Geeks, die ticken ein bisschen anders. Ja, und sie sind nicht so PowerPoint-Format und sie stehen nicht vorne dran und machen Infotainment. Genau. Also genau. Das ist alles ein bisschen anders. Und das sind dann Menschen, die man dann eher so, okay, eher wegschiebt. Und die Frage, wie viel, es ist nicht nur die Frage, wie viel Unterschiedlichkeit, sondern auch, wie viel Radikalität habe ich in meiner Organisation? Mhm. Das heißt nicht, dass jede Lösung radikal sein muss. Mhm. Aber es müssen Leute da sein, die das Thema radikal durchdringen. Mhm. So, und die Themen auf den Tisch kommen. Da kommen wir auf das Thema Streitkultur. Ja. Und der Auseinandersetzung drüber. Klar. Ob man dann hinterher den Kürzeren zieht oder wie immer, das ist ja nicht das Thema. Mhm. Aber ich meine, die Konfrontation mit Radikalität ist, glaube ich, ein Schlüsselthema. Ich meine, der alte Andy Grove von Intel, der hat ja das Buch geschrieben, Die Paranoide Organisation. Mhm. Only the Paranoid Survive. Und der hat ja sozusagen, als er merkte, dass Intel schläfrig wurde, hatte der die jährlichen Confrontation-Meetings eingeführt. Okay. Da mussten die Geschäftsverantwortlichen selber ihre Geschäftsmodelle radikal auf den Kopf stellen. Ja. Diskussionen mit ihren Kollegen sozusagen Status quo und Zukunft verteidigen. Mhm. Und das sind natürlich kann man solche, wenn die Führung möchte, dass ein Unternehmen lebendig und agil bleibt,
und solche Prozesse installiert, die dann auch Routine werden. Denn auch ein Innovationsunternehmen kommt nicht ohne Routine aus. Natürlich, klar. Ja. Man braucht auch eine Buchhaltung und so. Aber da brauchst du radikale Denker. Ja. So, und aber das steckt in unserer Kultur doch auch nicht. Das ist so mehr oder weniger Konsensgesülze. Also und das erzeugt, glaube ich, immer Mittelmaß. Oder ist es manchmal sogar gefährlich? Also ich war ja mal Leiter des Bonner Büros von Allensbach, habe die Deutsche Meinungsforschung als fürs Kanzleramt gemacht. Und die Nölle Neumann hat dann mal in so einem Kolloquium gesagt, ja, wissen Sie, antworten Sie doch mal, was Sie an Kohl schlecht finden. Und alle meine Kollegen so aus Mainz, aus Allensbach, und haben, nee, Kohl, nee, Kanzler der Einheit, super Typ und so. Ja. Dann dachte ich, und ich kannte die auch, was die vorher gesagt haben, da war eine Taz-Leserin dabei. Also das hat ja die Nölle immer geschickt gemacht. Zum Beispiel in der Fragebogenkonferenz war immer ein Taz-Leser, ein Süddeutscher und einer von der FAZ, damit halt so im Prinzip nicht eine Einseitigkeit in die Fragebogenentwicklung reinkommt. Da war es, sagen wir mal, relativ fortschrittlich. Aber selbst die Taz-Leserin sagte, die saß dann neben mir und sagte, ja, nee, also Kohl, nee, guter Staatsmann. Und dann war ich an der Reihe und habe gesagt, ja, also Kohls Stärken sind zugleich seine Schwächen. Und dann habe ich gesagt, Kind des Parteienstaates, einer Funktionär, bla bla. Und das hat die dann registriert und danach war ich Fallobst. Also da war ich unten und durch. Ne? Das ist so, dann war die liebe Chefin, so wie mein alter Vorstandsvorsitzender Schremp. Ja. Er wollte rhetorisch die Streitkultur. Ja, ja. Und wenn er sie hatte, ja. Ich habe mal zu ihm gesagt, Herr Schremp, warum sprechen wir eigentlich über die Daimler-Benz Aerospace als Global Player, wenn zwei Drittel unserer Geschäfte blutrot sind? Darauf schrie er mich an und sagt, nimm nie mehr das Wort blutrot ins Gesicht, in den Mund. Ich führe keine Sanierungsgeschäfte. Also was nicht sein darf, ist auch nicht. So, und du sollst streiten, darfst aber nicht. Also insofern, aber das bringt mich eigentlich auf einen interessanten Punkt. Es reicht nicht nur aus, Unterschiedlichkeit und Radikalität zu gewinnen, sondern wenn Sie den Film Club der Toten Dichter gesehen haben, jetzt das unheilvolle Ende weg. Mhm. Aber eigentlich zeigt es, dass man sozusagen auch Schutzräume braucht für Talent. Mhm. Und diese Schutzräume, die brauchen Machtpromotoren, die zulassen, dass Menschen sozusagen in einer anderen Art und Weise diskutieren, sich auseinandersetzen, bevor es vielleicht üblich wird, dass es organisch ins Gesamtsystem reingeht. So, und da sehe ich natürlich die Personalfunktion wäre, wenn sie gut wäre, prädestiniert dafür, erstens solche Schutzräume zu schaffen und zweitens mit mächtiger Hand nicht rein zu regieren, sondern mit mächtiger Hand zu sagen, die dürfen da leben. Und zwar nicht nur überleben, sondern leben. So, und diese Frage, wie wird, so wie jede Innovation hat ja offensichtlich einen Fachpromoter und einen Machtpromoter, aber innovative Talente müssen sozialdarwinistisch in Unternehmen überleben. Ja. Yeah. Oder gehen unter. Yeah. Das heißt, da ist eine Schlüsselaufgabe der Personalfunktion der Zukunft. Das haben Sie ja, sag mal, bei der Telekom versucht, mit dieser Telekom School of Transformation. Ja. Also so quasi diesen Gedankenclub der toten Dichter in die Organisation reinzubringen. Ja. Ja. Und dann natürlich, was ich besonders cool fand, die Idee, Bürger entwickeln Telekom mit. Das ist beispielsweise eine Sache, die von den Firmen immer noch nicht so richtig gut eingeschätzt wird. Wenn ich sehe, bei den ganzen How-To-Videos auf YouTube, wie so ein Router quasi angeschlossen wird, wie man den konfiguriert, da erfahre ich alles von Power-Usern, die gar nicht bei der Telekom sind. Aber die Telekom und andere Konzerne schauen gar nicht auf diese Leute und gewinnen die gar nicht, um sie, sag mal, für die eigene Organisation einzusetzen, um was Neues, Cooles auf den Weg zu bringen. Also das wäre schon eine revolutionäre Sache gewesen, oder? Also erstens muss man sagen, das Thema sollte ja nicht sein. Ja. Ich habe ja
Der René Obermann fragte mich, ob ich das Projekt zu Ende führe. Ich sagte ja, aber meine Nachfolgerin wollte das nicht. Dann ist das so. Also mittlerweile eingestellt worden wieder, oder? Ja. Es ist eingestellt worden, ja. Wobei ich bin überzeugt davon, die Idee kommt wieder. Weil sie unumgänglich ist. Weil das ist, ich werde das heute Abend bei Lufthansa sagen, so diese wer Corporate Transformation Plattformen reduziert auf Technologie, der irrt. Absolut. Ja, und es ist auch nicht nur Arbeitswelt. Es hat auch intensivst mit der Frage, wie transformieren wir und wie missionieren wir zu tun und dann möglichst sozusagen im Melting Pot. Mhm. So, deswegen, solche Ideen, die werden zwar manchmal von denen, die die heiligen Statuen in Afghanistan mit Granatwerfern beschießen, für eine Weile zerstört, aber als Idee werden sie wiedergebracht. Okay. Aber jetzt in dem Fall... Ist der Höttges dafür der richtige Mann? Das ist doch eher so ein Controllergeist, ne? Ja, was noch nicht schlecht ist, also ich habe Controller gesehen, die über sich hinausgewachsen sind und wirklich Staatsmänner, leider muss man Männer meistens sagen, weil es gibt ja kaum weibliche CEOs, geworden sind und es gibt solche, die sind ihm geblieben. Mhm. Also da würde ich dem Tim Höttges wirklich noch Chance einräumen. Okay. Ja. So, und oder auch mein jetziger Nachfolger im Amt, dem Christian Illek, dass vielleicht solche Ideen, manchmal werden die ja gebunkert überwintern oder wie immer. Aber natürlich ist diese Thematik, dass ich Unternehmensentwicklung nicht autistisch machen kann. Ja. Ein Schlüsselthema. Das heißt, dieser Gedanke, Bürger und Bürgerinnen entwickeln die Firma mit. Ja. Und dann in noch einem engeren Sinne, wie Sie sagen, offene Innovation, kluge Köpfe, die sich mit den Produkten und Prozessen und Inventionen beschäftigen, helfen dieser Firma, innovativer zu werden. Natürlich ist so etwas Gedanke der Zukunft. Also der Effekt ist ja auch, was Sie dann als soziales Laboratorium bezeichnet haben, ist ja auch, dass die, ich glaube, die Organisation intern davon auch dann angesteckt wird und verändert wird. Also wenn, sagen wir mal, von außen bestimmte Dinge kommen. Also hier war beispielsweise mal ein Techniker, einer vom technischen Service von der Telekom, weil meine VDSL-Leitung falsch aufgeschaltet wurde. Meine Nachbarin hatte dann die Leitung und nicht ich. Also jetzt haben sie einfach simples Problem am Schaltkasten falsch verdrahtet. Ja. So, hatte aber vorher Ärger mit der Hotline. Die haben gesagt, ja, machen Sie doch einen Restart und so. So nach dem Motto, der Kunde ist doof. Ich habe gesagt, aber die Leitung ist tot. Das kann hier nicht das Problem sein. Und der technische Servicemann kam an und sagte, ich weiß genau, wo das Problem ist. Ist direkt zum Verteilerkasten gefahren, hat 5 Minuten gedauert. Dann kam der zurück und dann haben wir uns über digitale Heimvernetzung erzählt. Ja. Über Sonos und so. Der war der Champion. Der wusste alles. Ja. Der sagte, er strickt sich das alles selbst. Ja. Er hat sein komplettes Heim so und so und so vernetzt. Ne? Mit allem. Ja, und dann sage ich, so ein Mann, den muss man mal befragen. Das ist eine Dienstleistung, das habe ich der Telekom schon mal gesagt, schlüsselfertig, die digitale Heimvernetzung hinzubauen. Ja, gut, aber ich meine, das sagen wir ja schon seit Jahrhunderten, dass das Wissen und was in den Köpfen der Menschen in unseren Unternehmen steckt. Ja. Also insofern ist es nicht nur eine Frage der Open Innovation nach draußen, sondern natürlich auch die ganze Frage, welche Stimme hat die Basis mit ihren Gedanken und mit denen? Jetzt kommen wir an das Thema umgedrehte Pyramide. Ja. So, und natürlich hierarchisch ausgebildete und normierte Manager haben keine Interessenlage, die Pyramide zu drehen. Mhm. So, das heißt, jetzt komme ich an diese Frage, was muss ich... Ich habe mal ein Interview gegeben, mehr Rebellen in die Chefetagen. Ja. Oder, Sie haben das anders genannt, mehr Nerds ab im Aufzug. Aber meinte das Gleiche. Ja, aber es kommt das Gleiche raus. So, und natürlich, in einem Teil ist das die Aufgabe der Personalfunktion, wirklich das sicherzustellen. Leider sind viele
leider sind viele da nicht gut aufgestellt. Mhm. Sowohl an Fähigkeit wie am Wollen. Sie sind häufig eher Kurienkardinäle im Vatikan. Als dass sie die Themen der Transformation treiben. Sind auch häufig Juristen. Ne? Ja, aber es ist eine. Sie sind häufig auch sehr grau. Ja. Jetzt mal unabhängig von der Branche. Ja, okay. Grau und auch die Anzüge und auch zerfurchte Gesichter und man sieht das Leid der Welt. und jeder will ein anderes Thema und wir müssen doch ein Stück Ordnung haben. Ja. Ich liebe die Personalarbeit, aber ich bin mit ihrer Zunft manchmal extrem unglücklich. Okay. Und viele Externe fallen auf die Rhetorik rein, die Personaler dann auf den Kongressen verbreiten. So, aber da müsste eine Revitalisierung dieser Funktion, also das Thema Arbeitswelt 4.0, das Thema Innovation, soziale Innovation, da ist heute eine historische Chance für Personalfunktionen Hand anzulegen und das nicht sozusagen den Technologen dieser Welt zu überlassen. So, und das hat dann im Kern mit der Frage zu tun, wie kommen die Potenziale, die Talente in Organisationen und von außen, wie kommt das zur Blüte? Weil natürlich, ich habe auch erlebt und selber zum Teil zu spät entdeckt, wie schnell die Vernebelungskräfte und die Bestechungskräfte einer Organisation aus putzmunteren Rebellinnen und Rebellen konformistische Menschen machen. Ja, klar. Deformation professionell. Yep. So, also, und dann, das heißt, es braucht nicht nur Schutzräume, es braucht auch, und das ist ja auch das Thema Club der toten Dichter, es braucht den Challenger, der im Grunde Menschen mit ihren Bildern konfrontiert, ohne sie damit zu erdrücken, aber sozusagen das Einsicht in der Spiegelung erwächst. Mhm. Sie haben ja, sag mal, dazu auch gesagt, Normabweichler versucht man abzustrafen und zu verfolgen. Sie haben das ja selber erlebt mit ihren Auseinandersetzungen im BDA. Und Sie haben ja sogar gesagt, das wirkt bis heute nach. Klar. Ist das so? Ja, das ist so. Also die... Ich habe mit dem Thema Frauenquote, habe ich mir unerbitterliche Feinde bei den Arbeitgeberverbänden, nicht bei allen, aber bei etlichen geschaffen. Jetzt also ein Fall schildern Sie ja mit dem Hauptgeschäftsführer, dem Rainer Döhner. Ja. Und den kennen Sie ja noch aus der Vergangenheit. Den kenne ich noch, ja. Der und andere sind dann nachtragend. Und da funktionieren wahrscheinlich auch die Seilschaften dann ganz gut. Da funktionieren die Seilschaften. Das geht bis dahin rein, dass Göhner versucht hat. Ich mache ja die Initiative Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Eine nationale Initiative, glaube ich, ganz ordentlich. Er hat versucht, mich hinter meinem Rücken zu erdolchen. Okay. Und hat schon jemand ausgeguckt gehabt, der meinen Platz einnehmen soll. Yeah. So, also das war sozusagen Jahre später. Okay. Also man sieht im Grunde, dass das ist fast wie eine Vendetta, die sich da durchzieht. Okay. So, und da muss man halt wissen, dass man, wobei ich kann damit umgehen. Ich finde es nicht schön, aber ich weiß auch, dass ich einen Preis dafür zahle, dass ich radikal bin. Gut, das war ja in den Kaderstrukturen nicht anders, ne? Also quasi der Beginn der politischen Laufbahn, der war ja schon so geprägt. Ne? Also, der war so geprägt. Und das Schöne ist ja, man findet meistens im nächsten neuen Leben wirklich nette Freunde und Bekannte, sodass einem der Verlust mancher Bolschewiken gar nicht so aufstößt. Ja. Ein Punkt, den Sie auch angeführt haben, und da kommen wir dann vielleicht noch am Schluss zur digitalen APO. Ja. Sie haben ja auch generell gesagt, wenn es um den digitalen Wandel geht, um die digitale Transformation, all das, was wir jetzt natürlich auch in den Organisationen gerade diskutiert haben, wir brauchen mehr zivilgesellschaftlichen Druck.
Wie kann der sich denn organisieren, so als alter APO-Veteran? Wie muss das laufen? Also ich, jetzt muss ich doch noch ein bisschen wieder eins höher geben. Ich meine, mit der Französischen Revolution ist ja die Zivilgesellschaft hat ihren Platz bekommen. Ne? Früher war der soziale Kontrakt ja sozusagen zwischen Staat oder Monarchie und dem Volk. Kurz zivil. Ja, so ist es. Und da ist Zivilgesellschaft gekommen und dann kam Wirtschaft. Ja. So, und eigentlich diese Veränderungsprozesse, ich habe da ja immer so ein paar Sprüche. Ich glaube, ohne die Kraft der Zivilgesellschaft, ohne Skalierungsfähigkeit der Wirtschaft und ohne politisches Mandat kommen ganz große soziale Reformen nicht passabel auf den Weg. Mhm. So, und was ich natürlich in Deutschland vermisse, ist der Druck der Zivilgesellschaft. Mhm. Erstens haben wir kaum noch eine Straße. Die Franzosen haben ihre Champs-Élysées. Die Griechen haben ihren großen Platz vor dem Parlament, wo sie sich versammeln. Ja. Die Amerikaner haben die Aufmarschallee, einen Platz, wo Martin Luther King seine Rede gehalten hat. Mhm. Wir Deutsche hätten solche Straßen, aber wir gehen nicht drauf. Mhm. Allein. Also und ich insofern bin ich sehr, sehr undigital. Mhm. Sondern das ist ja eine sehr reale Kiste. Klar. Ich möchte noch gerne den Marsch der 1 Million auf Berlin sehen. Okay. Für wichtige soziale Themen in dieser Republik. Das ist das eine. Das heißt, wir müssen uns ein Stück, nicht den Straßenkampf, aber die Demonstration auf der Straße zurückgewinnen. Ja gut, das war ja beim NATO-Doppelbeschluss und so immer Atomausstieg war ja immer auch eine Sache der Straße. Ja klar, aber das ist seit 20 Jahren nicht mehr. Das stimmt, ja. So. Und das ist mein Thema. Wir haben im Grunde, irgendwo gibt es einen Bruch. Mhm. So, zweitens, wir müssen aus unseren Silos raus. Mhm. Also ich lese Ihre Blogs, ich tue ja seit Jahr und Tag, ich kriege mehr und mehr Kontakte in die digitale Szene und sage, Gott sei Dank, ich entdecke eine Welt, die ich bisher gar nicht gesehen habe. Mhm. Gleichzeitig sehe ich aber auch, wie autistisch zum Teil diese Welt, diese digitale Szene ist. Absolut, klar. So, und die Frage, wie schaffen wir es, koalitionsfähig zu werden? Ja. Das war ja übrigens kein Thema der APO, der Alten. Mhm. Die war ja, bis es da eine Koalition gab, das war ja ganz, ganz schlimm. Also da mussten Wochen diskutiert werden über Buchstaben in einem Memorandum. Also sagen wir mal, die... Hat gedauert. Ja. Also diese Frage einer raschen Koalitionsfähigkeit wäre so ein zweites Merkmal. Und natürlich ein drittes Merkmal ist das so eine außerparlamentarische Opposition, aber eigentlich ist das ein Synonym für die Koalition innerhalb der Zivilgesellschaft, dass eine solche Koalition natürlich alle Chancen der digitalen Medien nutzt. Also man hat das jetzt einmal schon, die Netzbewegung, man hat das ja selber schon mitbekommen beim Scheitern des Protestes gegen das Leistungsschutzrecht, dass sie sagen, wir erreichen natürlich bestimmte gesellschaftliche Gruppen gar nicht, wir erreichen ja noch nicht mal die YouTuber. Also die sogenannten YouTube-Stars, die spielen schon wieder ein eigenes Leben, sind sag mal, wenig politisiert, mit wenigen Ausnahmen. Aber da haben wir auch schon gar nicht mehr den Schulterschluss. Also Sascha Lobo und andere haben das ja auch selbstkritisch gesehen. Ja. Und sagen, in der Kampagne, müssen wir klar eingestehen, sind wir gescheitert. Ja? Und da hat er ja eine Rede gehalten auf der Republika, was würde Merkel überzeugen? Da war er schon wieder sicher, dass sie Kanzlerin wird, hat er ja recht gehabt. Er sagte, wir müssen da auch realpolitischer werden und andere Koalitionen bilden. Leider ist, glaube ich, den Worten sind keine Taten gefolgt. Ja. Also ich meine, ich kann ja auch nur mal bescheiden handeln. Also wir haben jetzt vor wenigen Tagen, ich hab mitgeholfen, dass die alten Personalorganisationen aus ihren, ein Stück aus ihrer Schneckengehäusen rausgekommen sind. Und mit einer Gesellschaft für Wissensmanagement, mit Schule im Aufbruch, mit Generali Zukunftsfonds, mit Demografienetzwerk beginnen sozusagen zu koalieren.
weil die Erkenntnis da ist. Das System Arbeit ist nicht reformierbar ohne Koalition mit Vertretern aus den Systemen, die sozusagen interkonnektiv miteinander vernetzt sind. Ich meine, wie muss sich Bildung verändern in der Schule, in der Hochschule? Und wie muss gleichzeitig Talentpolitik in Unternehmen sich verändern, ne, damit das ein erfolgreiches Gesamtvorhaben wird? So, also im Kleinen habe ich da jetzt mal ein Zeichen gesetzt, und dass ich die FDP in ihrem sozialliberalen Flügel unterstützen will. Das konnte ich ja sozusagen real viral im Kölner Stadtanzeiger, habe ich das platziert, und am Tag drauf war das in der gesamten Sozialdemokratie in Berlin bekannt, dass ich jetzt sozusagen bei der FDP anzusiedeln bin. Aber das hat damit zu tun, dass ich glaube, und jetzt kommen wir wieder an die Frage von Transformation. Ich glaube, dass Krise und Erschütterung und offensichtlich war Steinbrücks Niederlage für eine SPD noch nicht Krise genug, aber dass Krise, Erschütterung, wie die FDP sie erlebt hat, auch eine Chance ist, sozusagen was Neues zu formen. Gut, das ist ja dann auch ihr Steckenpferd. Also das lieben Sie ja, ne? Ich liebe mit so Sanierungsfällen, mit rostigen Marken. Mein Lufthansa war damals das deutsche Finanzamt. Conti war die schwarze Reifenbude. Und Telekom war auch ein Sanierungsfall, in Deutschland zumindest. Ja. Sowas zieht mich magisch an. Ich liebe sowas. Ich finde es, also Schönwetterkapitäne gibt es genügend in der Republik. Ja. So, und wenn ich jetzt nochmal politisch einsteige und vielleicht auch wie eine Flunder Blatt auf zurückfalle, das Scheitern einkalkuliert, aber dann glaube ich, dass da eine Chance besteht, in einer Partei, die quasi nicht an der Macht ist und sozusagen die massivst erschüttert ist, auch wieder mitzuhelfen, denn eine außerparlamentarische Initiative ohne parlamentarische Verlinkung geht ja auch in die Hose. Absolut, absolut. Also insofern brauchen wir sozusagen ein Multiakteursystem. Deswegen war es ja dann auch wichtig, dass die Grünen in die Landtage und in den Bundestag gekommen sind. Ansonsten hätten sie natürlich auch, wären wir wahrscheinlich jetzt nicht so weit bei dem Punkt Energiewende, oder wären wir bestimmt aus der Atomenergie nicht ausgestiegen. Das ist ja deren Erfolg. Das muss man ja ganz klar sagen. Obwohl die Merkel das dann halt geschickt als ihre Entscheidung verkauft hat. Sie usurpiert ja alles. Ja, ja, absolut, absolut. Aber das wird natürlich schon spannend. Dann ist ja noch nicht klar, in welcher Rolle das passiert bei der FDP, glaube ich. Ne? Nö, aber ich meine, ich sag mal, mindestens als Sympathisant, der seine Stimme erhebt. Ja, aber wichtig wäre ja auch, und das hatten Sie ja im Vorgespräch auch gesagt, die Anknüpfung auch an den politischen Liberalismus. Ja. Also nicht nur alles durchdeklinieren in puncto Wirtschaftspolitik, Steuern senken, was ja, sag mal, so, da hat ja der Westerwelle drüber geredet, bis man besoffen war. Aber der Punkt des politischen Liberalismus ist ja deutlich in der Tradition von Ralf Dahrendorf und Hamm Brücher vernachlässigt. Kai Hermann Flach. Ja. Also im Grunde, es geht ja um die große Frage, also das hat mich ja auch in der Biografie beschäftigt, die Freiheit. Ja. Meine Freiheit. Ja. Meine Freiheit, mein Potenzial zu entfalten. Meine Freiheit, nicht eingeengt zu werden, sondern selber die verbotenen grünen Rasen zu betreten und dann selber zu lernen. Ja. Nicht an den Ohren durchs Leben gezogen werden, sondern sozusagen Versuch und Irrtum und Scheitern und Erfolg und Freude, also das Menschsein ausleben. Und natürlich, ich meine, die politischen Freiheiten dieses Landes zu nutzen. Ja. Persönliche Freiheiten und die politischen Freiheiten. Und wieder über eine Bildung nachzudenken, die den Menschen Freiräume gibt und eben nicht Zuchthaus ist, sondern Laboratorium ist für das Entdecken von einem selber. Das ist nämlich ein Stück Humboldt. Ad 1 und zum Zweiten zum Entdecken der Welt und wo ich selber da drin stehe. So, und wir haben ja im Grunde heute Bildung industrialisiert. Und wir haben sie in beherrschbare industrielle Chunks
übersetzt, die mit einer Prüfung versehen werden. Ja, ja. Also man muss, eigentlich haben wir den, eigentlich haben wir den, den Spätkapitalismus aufs Bildungssystem übertragen. Ja, das ist Bildungsfastfood sozusagen. Ja, ja. Exakt. Hm. So, und diese Frage, wirklich wieder freiheitsgebende und freiraumgebende Bildung, natürlich auch das ganze Thema, wie wird Deutschland wieder ein Gründerland, es ist ja beschämend. Zu sehen, wie heute junge Studierende, Absolventen, dass die keine Lust mehr haben. Staat oder Konzern. So ist es, dass das gleichzeitig von den wenigen Gründungen, die wir haben, nur noch 8,1% sich mit Technologie beschäftigen. Ja. Wir sind ja ein Gründerland für Tätowierstuben geworden. Braucht man nur durch die Fußgängerzone gehen. Ja, nee, das muss man, ja, man muss mal mit offenen Augen. Ist wunderschön, dass der Gründergeist da ist. Ja, alles ja, toll. Ja. Und Bio-Läden und so weiter. Tattoo, Solarium, ja. Haarverlängerung und so in diese Richtung ja, geht das dann. Das ist, ja. Also ich will das nicht kleinreden, weil dahinter steckt ja Unternehmerlust. Ja. Nur, wir brauchen mehr Unternehmertum noch auf den anderen Feldern. Sicher, so, und sicher. Das sind so Themen, die verbinde ich mit Liberalität, mit Freiheit des Denkens, mit übrigens, ich bin auch, Innovation fängt meistens unkeusch an. Sie merken, ich bin Ex-Katholik. Also ist sündig, ist grau. Also Innovation entsteht nie im Keuschen. Ja, ja. Ja? Ja, ja. So, also die Frage, ich muss mit einem gewissen Maß an Schamlosigkeit umgehen können, bevor ich es reguliere. Absolut. Na, also ich muss es mal gedeihen lassen. Ich kann im Grunde Uber kaputt regulieren. Hier und jetzt. Ja, aber man braucht erstmal Spontanvegetation. Ja. Das ist der Punkt, denn ich brauche Regelbrecher. Ja. Ja, und ich kann nicht immer sagen, die Regeln sind da und deswegen geht das nicht. Ja. Sondern ich muss eine Flexibilität haben. Die Normierung in diesem Lande, die kommt allemal. Die kommt allemal, da kann man die Uhr nachstellen. Ja. Ja. Ja, das wird dann natürlich auch spannend, wie der politische Liberalismus jetzt künftig definiert wird bei der FDP. Denn ich glaube, sie haben nur eine Chance, wenn die Ebene breiter wird und das nicht eine reine Klientelpartei bleibt. Ja, ansonsten haben sie politisch keine Überlebenschance. Ne? Ja, aber ich hab den Kollegen im Arbeitsministerium gesagt, für wen seid ihr eigentlich verantwortlich? Nur für die Industriearbeiter von VW? Ja. Oder was ist mit den Millionen Selbstständigen? Ja. Oder was ist mit den Millionen Wissensarbeiter in Organisationen? Mhm. Ne? Das ist, also, ich meine, wir haben ja heute eine Politik für den Mittelstand, für die Konzerne und fürs Prekariat und für die Industriearbeiterschaft. Ja, ja. Aber eigentlich für die Mittelklasse. Das stimmt. Da haben wir keine Politik. Nee, das sieht man ja beispielsweise, wenn ein Vorgesetzter sagt, bei dezentraler Arbeit, ich will Sie im Büro arbeiten sehen, ob er sich jetzt die Eier schaukelt oder nicht, scheißegal, Hauptsache sitzen Sie da im Büro und die Gewerkschaften sagen dasselbe. Die sagen ja, Warnung vor Selbstausbeutung. Ja gut, ich meine, weil ohne Betrieb können die nicht operieren. Ja, das ist der Punkt. Ja, ja. Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitsschutz, alles hat damit zu tun, klar, dass es eine Verortlichung und Verzeitlichung von Arbeit gibt. Ja. Nur das kann man kontrollieren. Ja. Und wir sind ja ein Deutschland der Schutzrechte geworden und der Kontrollrechte. Ja. Kontrollrechte vom Management aus gesehen, Schutzrechte von Gewerkschaften. Und das ist eine unheilige Allianz. Das habe ich übrigens vor ein paar Tagen dem IG Metall-Chef bei einer Diskussion in der Friedrich-Ebert-Stiftung gesagt. Darauf sagte er zu mir empört, auf welcher Diskussion sind wir hier eigentlich? Ja, ja. Also der Diskurs war zumindest für ihn da nicht erwünscht. Mhm. So, ich meine, man kann natürlich auch Mitbestimmung anders diskutieren. Man könnte beispielsweise, sagen, ich verankere im Grundgesetz das Recht des Menschen, eines mitarbeitenden Menschen auf Meinungsäußerung. Ja, sicher. Ja, also ich meine, früher haben wir immer gesagt, Demokratie hört vor dem Fabriktor auf. Nee. Ja, heute, selbst heute, können Sie ja eigentlich als abhängig Beschäftigter klar nicht Ihre Meinung äußern. Nee. So. Warum gilt sowas nicht? Wir haben übrigens einen vergleichbaren Fall, Verlegerfreiheit und Journalistenfreiheit schon heute im Grundgesetz verankert, ohne dass sozusagen das Eigentümerrecht des Eigentümers beeinträchtigt wird. Also, und was passiert dann? Ich habe verbriefte, verankerte Rechte eines Unternehmenssitoyens, den Citoyen,
jetzt wirklich aufs Unternehmen nehmen. Absolut. Ich habe reduzierte Macht der Gewerkschaften und reduzierte Macht des Managements. Ja, weil das Mitbestimmungsrecht zahlt ja nur auf das Konto der Gewerkschaften ein dann. Ja, also das, was wir jetzt haben. Also das naja, ich meine, der Herr Schrempf hat sich nur über das Mitbestimmungsrecht zu lange an der Macht gehalten. Richtig, genau. Es ist eine incestuöse Absolut. Thematik Absolut. In Teilen da, wo Absolut. Es wirklich miserabel praktiziert wird. Gut, das geht natürlich in die Richtung, die Sie auch beschrieben haben, die Frage auch der Demokratisierung der Unternehmen. Ja, klar. Und das kann man im Prinzip eigentlich nur durch eine Änderung des Grundgesetzes erreichen. Also man braucht zumindest diesen Flankenschutz. Man braucht den Flankenschutz, damit man, denn eins ist auch klar, man kann ja, keiner kann und keiner will das Sozialpartnermodell in diesem Land ja aushebeln. Nein, sondern es geht im Grunde um die Rückkehr des Individuums in die Arena. Ja. Das Individuum ist mit seiner Freiheit, mit seinem Recht, sich zu artikulieren, diskriminierungsfreie Beförderungspolitik, ne, und vieles andere mehr, was wir vorher diskutiert haben. Ja. So, und das ist eigentlich, aus meiner Sicht, könnte das verfassungsrechtlich diskutiert werden. Da gibt es übrigens schon die Ersten, die darüber nachdenken. Okay. Das ist, ja, also ich muss sagen, diese Demokratiediskussion, die wir da angestoßen haben vor ein paar Jahren, die trägt wunderschöne Früchte. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und das werden wir natürlich jetzt auch dann weiter beobachten und auch weiter diskutieren. Ich hoffe dann auch bei der Next Economy Open, die wir ja dann im November hier in Bonn machen, soll ja auch eigentlich... Aber da haben Sie einen Termin verschoben. Ja, von 9.10. November. Und da kann ich nicht, aber okay. Am 21., 22. hätte ich können. Ja, da ist halt der IT-Gipfel und ja. Konnte Sie wollten dann, den nicht schlagen. Nee, und dann wir hatten ein paar dabei, die dort auch quasi Positionspapiere mit erarbeiten wollen und auch Verbände, die da mitmachen, die sagten, also 9.10. wäre dann besser. Und außerdem haben wir dann auch die Räumlichkeiten nicht bekommen für das Wochenende. Und deswegen mussten wir ausweichen. Aber darüber können wir ja nochmal reden im Vorfeld, was wir vielleicht dann zusammen machen können bei der Next Economy Open. Ja, und ich bedanke mich für das Gespräch, war super interessant. Es geht halt auch um dieses Buch, das ist im Murmann Verlag erschienen, kostet 22 Euro und das sind 288 Seiten. Da muss man für manches Fachbuch mehr zahlen. Also es lohnt die Lektüre. Ich fand es sehr spannend. Ich habe es wirklich mit großer Freude gelesen. Und also wir können das Thema noch super intensivieren. Ich wünsche Ihnen natürlich dann viel Erfolg, auch für die politische Laufbahn. Ich glaube, Sie könnten da eine ziemliche Bereicherung sein. Vor allen Dingen auch diese sozialliberale Denkweise da wieder in die FDP reinzubekommen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Ja, das war das Bibliotheksgespräch. Am Sonntag geht's weiter. Da habe ich dann wieder ein Live-Hangout mit einem Vertreter von Roland Berger. Da geht's um Big Data. Und da diskutieren wir das auch, was da mal an Big Data Kompetenz in den Unternehmen mittlerweile eben gar nicht mehr da ist. Der nächste ist dann der Professor Lutz Becker, der dann hier wieder sitzen wird. Und da reden wir natürlich auch wieder über die Next Economy. Und insofern bleibt es spannend und wir bleiben in Verbindung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, gebe zurück quasi an die mobilen und stationären Stationen und sage Tschüss, der Bürger Gunnar Sohn und Thomas Sattelberger.